eine kleine Geschichte aus der guten alten Zeit, wie ich meinen Arzt Vero kennengelernt hab. Zweite Mal gesehen im Leben und gleich so eine Action. Bruder, das werde ich nie vergessen, ja, war überlustig. 2003 bin mit Jack in der Ringbahn auf dem Weg zu ein paar Arzten, die schon auf der Party waren. Zwei so spaßen schon mich an aus dem anderen Waggon, machen einen auf harten Gangster, bin bei ihnen nächste Station. Und der sagt noch, guck nicht so, ich schlag ihn in sein Gesicht, seine Lippe aufgeplatzt, sein Freund kriegt von mir einen Tritt. Jack wirkt ihn und schlägt sein Schädel immer wieder an die Wand. Als wir aus Kreuz dann ankommen, holen sie Securities ran. Ich soll auf dem Bahnsteig warten und sie fahren nächsten Zug. Doch ich bring ihn hinterher, kurz darauf war die Tür schon zu. Und sie trauten kaum ihren Augen, wollten, dass ich es vergesse. Ich sag, ich hab Überraschung, Hermannstraße, dass ihr's wisst. In der Zeit ruf ich ihn an, Vero, hier gibt's ein Problem. Mach dir keine Sorgen, Dicker, bin gleich da, um es zu regeln. Und sie steigen aus der Bahn, gehen runter zur U8. Zug fährt erst in 10 Minuten Richtung Treppe, hör ich Krach. Das war so lustig, ja. Die beiden Bastarde sitzen in der U-Bahn und warten, dass sie losfährt. Ich zieh meine Lederjacke aus, ich nehm die Kette ab, die Uhr ab. Und wie die mich angucken, die dachten, was passiert jetzt, hä? Auf einmal kam er runtergerannt. Es war 2003, Hermannstraße. Als einer meinte, er muss Ärger machen, warte. Jetzt hast du Loch im Kopf, Nasenbruch, Schädeltrauma, Ehre weg. Wo sind deine Eier hin? Sie liegen mit dir im Dreck. Es war 2003, Hermannstraße. Als einer meinte, er muss Ärger machen, warte. Jetzt hast du Loch im Kopf, Nasenbruch, Schädeltrauma, Ehre weg. Wo sind deine Eier hin? Sie liegen mit dir im Dreck. Und ich war in der S-Bahn, wollten auf ne Party gehen. Da stressten uns zwei Gnuckern nach, doch wir lösten das. Block ging in den Einzelkampf, ich nahm mir den anderen vor. Einer Knie ins Gesicht, der andere Kopf gegen die Tür. So ging es eine ganze Weile, bis die Bosse uns rauszogen. Auf den S-Bahnsteig mit Steinen sollten ihre Fressen bluten. Doch der Spaß ging dann noch weiter, ich rief meinen Bruder an. Meine Atzen auf den Weg nach Hermannstraße ging es dann. Endlich angekommen wollten diese Penner beide flüchten. Doch wir hatten keine Gnade und wollten über. Laute Schreie von den Treppen, meine Atzen alle maskiert. Wer sich gegen uns aufstellt, hat sofort seinen Kopf riskiert. Plötzlich rennt der eine los, es geht um sein Leben und Tod. Sein Freund kann nicht hinterher, wird fertig gemacht vom Mob. Seine Knochen wurden gebrochen, sein Gesicht komplett zerstört. Hätten sie nicht große Fresse, wär das alles nicht passiert. Die beiden Bastarde, der eine sagt noch zu mir, er würde sein Freund niemals im Stich lassen. Und dann, als wäre mit den Leuten die Treppe runterkam, maskiert mit Flaschen in den Händen, hä? Er war der erste Bastard, der gerannt ist. Du Hurensohn, lässt dein Freund im Stich, oder was? Es war 2003, Hermannstraße. Als einer meinte, er muss Ärger machen, warte. Jetzt hast du Loch im Kopf, Nasenbruch, Schädeltrauma, Ehre weg. Wo sind deine Eier hin? Sie liegen mit dir im Dreck. Es war 2003, Hermannstraße. Als einer meinte, er muss Ärger machen, warte. Jetzt hast du Loch im Kopf, Nasenbruch, Schädeltrauma, Ehre weg. Wo sind deine Eier hin? Sie liegen mit dir im Dreck. 2003, als wäre es gestern, ich fuhr mit der S-Bahn. Block rief an, sagt, hier gibt's ein Problem. Warte, ich bin gleich da, dann Hermannstraße angekommen. Runter zur U-Bahn, U8, da seh ich Block und Jack am Kämpfen. Schnell vom Mund, jetzt geht es ab. Block hielt den einen fest, ich schlage zu, tritt in sein Gesicht. Sein Kopf zittert stark, doch der Rest des Körpers regt sich nicht. Die Security kam an, half den Typen wieder auf. Und als der Penner stand, gab's auf seinem Kopf ne Flasche drauf. Die scheiß Sicherheitsleute meinten, die Bullen sind gleich da. Und für den Typen, der da lag, inklusive den Krankenwagen. Sirenen überall, wir rennten hoch auf die Straße. Blaulicht überall, versteckten uns in der Gasse. Zu flüchten war unmöglich, die scheiß Bullen waren überall. Doch Jack hatte die Nummer von Fox 6 und rief sie an. Sie kam vorgefahren im Cabriolet, wir stiegen ein. Da waren Mannschaftswagen, wir fuhren einfach nur dran vorbei. Es
war 2003, Hermannstraße. Als einer meinte, er muss Ärger machen, warte. Jetzt hast du Loch im Kopf, Nasenbruch, Schädeltrauma, Ehre weg. Wo sind deine Eier hin? Die liegen mit dir im Dreck. Es war 2003, Hermannstraße. Als einer meinte, er muss Ärger machen, warte. Jetzt hast du Loch im Kopf, Nasenbruch, Schädeltrauma, Ehre weg. Wo sind deine Eier hin? Die liegen mit dir im Dreck. Es war 2003, Hermannstraße. Als einer meinte, er muss Ärger machen, warte. Jetzt hast du Loch im Kopf, Nasenbruch, Schädeltrauma, Ehre weg. Wo sind deine Eier hin? Die liegen mit dir im Dreck. Es war